Ja, frisch von der Kieler Woche nach Bad Schwartau. Verkehrsminister Dobrindt alias Betonkopf kommt nun nach Bad Schwartau, also an den Ort, wo 60% aller Menschen wohnen, die von der Hinterlandanbindung direkt betroffen sind. Die Bad Schwartauer Reise des Betonkopfes geht nun über die Kaltenhöfer Straße, über den dortigen Bahnübergang in die Elisabethstraße, den zweiten großen Brennpunkt, wo nämlich Autobahn, das sieht man im Hintergrund, und die Schiene in unmittelbarer Nachbarschaft der Häuser sind und der Anwohner, die dort leben. Ja, wir haben also heute den Herrn Dobrindt eingefangen mit einem großen Netz. Der stand nämlich bis dato in Kiel vor dem Landeshaus und hat da unsere Landespolitiker beobachtet. Es ging da auch um das Thema alte Fischerboote, die aufgrund ihrer Sicherheitsregelungen von Herrn Dobrindt sehr eingeschränkt werden und teilweise gar nicht mehr fahren können. Ja, und hier nach Bad Schwartau kommt er natürlich jetzt, um unsere Problematik der Hinterlandanbindung sich anzugucken. Und hier stehen wir jetzt gerade in der Elisabethstraße, haben hier hinter uns die Bahnschienen. Und hier soll er sich mal angucken, was passieren wird, wenn die Hinterlandanbindung kommt. Die 6 Meter hohen Lärmschutzwände und letztlich keine Möglichkeit für die Menschen, die hier hinter sind, hier über die Bahn überwachen.